unendliche Macht. Aber wie können wir diese Macht gegen Dagon einsetzen? Das Amulett war nicht als Waffe gedacht. Ich habe eine Idee. Eine letzte Hoffnung. Ich muss zu den Drachenfeuern im Tempel des Einen gelangen. Aber ihr habt gesagt, es sei nutzlos. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Jetzt weiß ich endlich, was mein Schicksal ist. Aber ich brauche eure Hilfe. Ich muss an Merunes Dagon irgendwie vorbeikommen. Ich bringe euch zum Tempel. Und dann übernehme ich den Rest. Geht voran, mein Freund. Okay, folgt mir. Jetzt müssen wir nur gucken, auf welcher Seite sich der Eingang befindet. Wir rennen hier einfach mal vorbei. Das geht nicht. Hallo, hallo, hallo. Man kann es auch übertreiben. Man kann es auch übertreiben. Ja, ich bin tot, ich bin tot. Wo haben wir das letzte Mal? Na toll, okay. Gut, da lang zu gehen war jetzt keine tolle Idee. Na los, kämpft. D3-Herz nehmen wir alles mit. Was überhaupt, Martin? Merude Dagon, ja, das, okay, das können wir jetzt überspringen. Okay, Martin. Wir sind zu spät. Ab. Und. Folgt mir. Schnell. Gut, wir haben es geschafft. Das war doch einfacher als gedacht. Martin und ich befinden uns im Tempel des Einen, aber Merunes Dagon ist durch die Tempelkuppel eingedrungen und droht uns mit dem Tod. Wenn ich Martin nicht zu den Drachenfeuern bringen kann, ist alle Hoffnung verloren. Ich hab's doch geschafft. So, wer? Ich tue, was ich tun muss. Ich kann nicht bleiben, um Tamriel wieder aufzubauen. Darum werden sich andere kümmern müssen. Lebt wohl. Ihr seid mir ein guter Freund gewesen in der kurzen Zeit, in der ich euch kannte. Doch nun muss ich gehen. Der Drache wartet. Oh. Okay, bewegen kann ich mich auch nicht. Da ist er. Oh mein Gott. Er verwandelt sich, es explodiert. Bin mal ruhig lieber. Ein bisschen die Spannung behalten. Der ist kaputt. Das Amulett ist zerschmettert. Dagon besiegt. Mit dem Blut des Drachen und dem Amulett der Könige haben wir die Tore von Oblivion versiegelt. Für immer. Der letzte der Septims geht nun in die Geschichte ein. Ich gehe frohen Herzens, denn ich weiß, dass mein Opfer nicht umsonst ist. Ich nehme den Platz an der Seite meines Vaters und meiner Vorväter ein. Das dritte Zeitalter ist zu Ende und ein neues bricht heran. Die nächste Schriftrolle der Alten soll von euch geschrieben werden. Die Gestaltung der Zukunft, das Schicksal des Kaiserreichs, all dies liegt nun in euren Händen. Oh, hübscher Film. Was ist passiert? Wo ist Martin?
Ich muss ihm gratulieren. Merunes Dagon ist besiegt. Zurück nach Oblivion geworfen. Wir haben gewonnen. Ja, Martin ist weg. Tot? Wie könnt ihr da sicher sein? Wir sahen die Explosion der Tempelkuppel. Die Erscheinung von Akatoshs Offenbarung. Das war Martin? Jo. Er hat das Amulett zerbrochen. Das vereinigte Blut der Könige und Götter. Das Amulett der Könige. Die göttliche Macht Akatoshs. Und auch Martins Blut. Dann ist Martin tot. Die Tore sind aber verschlossen. Ja, für immer versiegelt. Merunes Dagon und seinesgleichen werden Tamriel nie wieder bedrohen können. Martin ist tot, aber er starb als Kaiser und als Held, der sich an Tiber Septim messen kann. Was ist mit dem Kaiserreich? Dieser Sieg ist nicht ohne Preis. Wir haben Martin Septim verloren. Er wäre solch ein prächtiger Kaiser gewesen. Sein Opfer war notwendig, aber es hinterlässt ein Kaiserreich ohne Kaiser. Ich weiß nicht, was jetzt geschieht. Das Kaiserreich sieht schwierigen Zeiten entgegen. Wir sollten uns jetzt aber keine Sorgen um die Zukunft machen. Lasst uns einfach dankbar sein, dass wir noch leben. Ja. Cyrodiilmeister? In meiner Funktion als Lordkanzler des Ältestenrates ernenne ich euch hiermit zum Meister von Cyrodiil. Und als kleines Zeichen der Dankbarkeit für eure Dienste für das Kaiserreich habe ich befohlen, eine kaiserliche Drachenrüstung für euch anfertigen zu lassen. Cool. Ja, nochmal Cyrodiilmeister. Ihr habt den höchstmöglichen Rang im Orden des Drachens erreicht, dem erhabenen Ritterorden, den Tiber Septim selbst gegründet hat. Es ist eine große Ehre. In der Geschichte des Kaiserreichs wurde sie nur 6 weiteren Meistern zuteil. Okay. Kaiserliche Drachenrüstung? Die kaiserliche Drachenrüstung wird normalerweise nur vom Kaiser persönlich getragen. Ihr aber, Meister, verdient nichts Geringeres. Okay, Martin? Ich weiß, dass er tot ist. Als Lordkanzler des Ältestenrats ist es nun meine Pflicht, seinen Nachfolger zu bestimmen. Und Ältestenrat? Wir sind nun die Statthalter des Kaiserreichs. Wir können das Kaiserreich für kurze Zeit zusammenhalten. Um ehrlich zu sein, weiß ich jedoch nicht, was passieren wird. Die Unruhe in den Provinzen währt nun schon Jahre, selbst angesichts der momentanen Krise. Ohne legitimen Thronanwärter für den Drachenthron stehen uns schwierige Zeiten bevor. Na gut, dich haben wir durch. Der Drachen wird für immer als Denkmal für das stehen, was ihr und Martin für ganz Tamriel getan habt. Ja, finde ich auch. Macht sich nicht schlecht da, ne? Doch wenn die Drachenfeuer verlöscht. Ja, gut, das ist alles schon uralt. Schade, dass hier nicht mehr die Leichen liegen, sonst hätte ich die ja noch geplündert von den Daedra und so. Tut euch keinen Zwang an. Naja. Was heißt das jetzt? Das heißt... Ja, das ist Englisch. Ich habe das mal übersetzt. Das heißt, dass wir insgesamt in 2 oder einer Woche die Drachenrüstung kriegen und uns abholen können. Das weiß ich noch. Auf jeden Fall haben wir die Hauptquest endlich geschafft. Das war das Letzte, was wir machen mussten. Hallo. Und endlich ist sie geschafft. Und jetzt wird es nachher weitergehen mit Magiergilde. Und also Oblivion ist noch längst nicht vorbei. Es gibt noch so vieles, was man machen kann. Aber jetzt so die Hauptquest ist abgeschlossen, wie schon gesagt. Und der Tisch. Oh. So, bringen wir den letzten Müll, den wir noch eingesammelt haben, weg. Weg. Und weg, weg, und weg. Das haben wir alles. Dann wollte ich jetzt nochmal reparieren. Wie viel hat die? 59. Also es lohnt sich. Gut. Okay. Dann sage ich erstmal, dass das für heute das war. Und Dankeschön fürs Zusehen und ciao.